Hallo meine Freunde und wieder mal herzlich willkommen zum Raspberry Pi Tutorial. Wir schauen uns heute an, wie man auf dem Raspberry Pi GPIO aktiviert praktisch. Am GPIO sind diese Pins, was auf eurem Raspberry Pi neben diesem gelben Analog-Videostecker zu finden sind. Da kann man praktisch seine eigenen elektronischen Schaltungen dran setzen, dran bauen praktisch, habe ich eh schon im ersten Video ein bisschen gezeigt. Und wir schauen uns heute mal genauer an, wie man das Ganze eigentlich auf den Raspberry Pi installiert. Ja, dazu muss man erstmal eine Software installieren. Da empfehle ich das Programm Wiring Pi von einem Typen, der heißt Gordon, offensichtlich. Da muss man auf die Website projects.drogon.net gehen und hat dann diese Seite eben vor sich. Hier sieht man auch den netten Herrn. Wenn man dann auf Raspberry Pi, Wiring Pi und Download and Install klickt, dann kommt man auch auf diese Download-Seite. Ja, dann wird hier praktisch gezeigt, wie wir das Ganze installieren können. Ist auch nicht wirklich schwer jetzt eigentlich. Man muss nur hier eben Git Core installieren. Das ist im Normalfall eigentlich vorinstalliert. Aber es ist sicherer, das einfach mal auszuführen. Falls ihr das nicht habt, dass ihr es eben dann habt. Dann Get, Update und Upgrade sollte man sowieso immer machen. Und hier sollen wir dann dieses Kommando ausführen, damit wir von Git uns die neueste Version der Software herunterladen praktisch. Git ist ein Versionsverwaltungssystem, was ziemlich oft verwendet wird von Programmierern eben, um ihre aktuellen Versionen ein bisschen zu organisieren und so. Aber das erkläre ich oder jemand anders vielleicht später nochmal auf diesem Kanal. Ja, wir kopieren uns eben dieses Kommando und gehen dann hier auf unseren Raspberry Pi, drücken Rechtsklick in Putty zum Einfügen von diesem Kommando und Enter. Dann wird das ganze Ding hier heruntergeladen. Wichtig ist dabei, dass ihr in eurem Home-Verzeichnis seid. Also man sieht es hier leider sehr schlecht, weil Putty das Ganze in dunkelblau darstellt. Aber hier ist eine Welle. Die Welle steht praktisch fürs Home-Verzeichnis. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr jetzt im Home-Verzeichnis seid, gebt einfach ein CD und dann kommt ihr automatisch ins Home-Verzeichnis. Dann eben diesen Git-Clone-Befehl ausführen. Das macht praktisch folgendes. Es wird hier das Verzeichnis Wiring Pi erstellt und darin werden praktisch alle Dateien, was auf diesem Git-Repository liegen, auf euren Raspberry Pi dann heruntergeladen praktisch. Ja, da sieht man eben, dass dieses Verzeichnis jetzt angelegt wurde. Wenn man es praktisch updaten will, dann muss man nur in das Verzeichnis rein, das kann ich auch vielleicht mal machen. Also wenn man jetzt das schon seit längerem nicht mehr gemacht hat und es gibt eine neue Version, dann muss man es nicht ganz neu herunterladen, sondern kann einfach cd wiring pi machen und git pull origin eingeben und dann wird praktisch wieder dasselbe gemacht, nur dass es nicht ganz geklont wird, sondern nur die Dateien, was veraltet sind, neu heruntergeholt werden praktisch. Hier schreibt er dann logischerweise already up to date, weil wir erst vor einer Minute das gemacht haben. Ja, steht da unten. Es gibt Gott sei Dank ein neues, vereinfachtes Skript zum Erstellen von dem ganzen Programm. Und da kann man dann einfach ./build eingeben. Das führt praktisch ein Skript. Also wenn man hier mal in das Verzeichnis schaut mit ls, sieht man, dass es hier ein Skript gibt, das heißt build. Und wenn man jetzt ./build macht, dann wird dieses Skript ausgeführt. Steht auch wiring pi build script. Dauert ein bisschen. Es werden einige Dateien kompiliert. Das Ganze ist in C geschrieben. Das sieht man auch. Und ja, das installiert ist praktisch eine Library, die man mit fast allen Programmiersprachen, was es so gibt, eigentlich programmieren kann. Und es gibt dann auch ein sehr schönes, ich sage jetzt mal, Programm dazu, obwohl es ja nicht wirklich ein Programm, sondern eine Utility ist, die uns dann helfen wird, das Ganze besser zu testen, ohne gleich ein Programm schreiben zu müssen. Weil ich werde dann in den nächsten folgenden Tutorials
erklären, wie man das mit den verschiedenen Programmiersprachen ist zu programmieren. Ja, der sagt dann hier eine kleine Warnung, aber die sollen es egal sein. Und das war's eigentlich. Jetzt haben wir WireMPy installiert, sehen auch, dass es jetzt ein neues Kommando auf unserem System gibt, nämlich GPIO. Wenn wir das ausführen, zeigt uns die Hilfe an und wir könnten eigentlich schon loslegen mit unserem Raspberry Pi. Jetzt Schaltungen praktisch zu steuern. Ja, wie gesagt, wie das jetzt funktioniert mit dem ganzen GPIO, mit dieser Utility und den ganzen Programmiersprachen, das zeige ich euch die nächsten paar Male. Das wird jetzt sicher ein paar Folgen in Anspruch nehmen. Und ja, bis dahin darf ich mich mal verabschieden und bis zum nächsten Mal.